Ich bin Frau Neumann und darf Sie begleiten. Eine Stadtrundfahrt ist genau das richtige Ferienprogramm bei diesem Wetter. Für Buten- und Binnenländer täglich 15 Uhr ab Hauptbahnhof Bremen. 2 Stunden Stadtgeschichte für 9 Mark, Kinder die Hälfte. Nur repräsentativ und links hinein geht es durch die Sögestraße. Sög, meine Damen und Herren, ist das niederdeutsche Wort für Sauen. Als früher im Stadtgebiet noch bewirtschaftete Höfe waren, hat man die Tiere in der Sögestraße morgens gesammelt, zusammengetrieben, dann hier über das Herdentor hinaus, hinter dem Bahnhof, zur öffentlichen Weide, zur Bürgerweide. Für eine Stadt, die so weitgehend von der Schifffahrt abhängig war wie Bremen, nämlich 40% der im Arbeitsprozess stehenden Bevölkerung sind abhängig, direkt oder indirekt vom Hafen, war es vordringlichste Aufgabe der Stadt, nach dem Kriege das Hafengebiet aufzubauen. Und der Wiederaufbau erfolgte ausschließlich aus Mitteln des Landes Bremen. Keine Bundesmittel. Die Hafenanlagen gehören zu 51% der Stadt und 49% sind Aktionäre. Ich habe keine Aktien drin.